Ja, er hat auch heuer wieder aufs richtige Pferd gesetzt. Hugo Simon zum zweiten Mal in Folge, zum dritten Mal insgesamt großer Preissieger hier in der Arena Nova Huger. Heute war es etwas ganz Besonderes vielleicht, weil beim ersten Mal hat doch nicht jeder damit gerechnet, heute wirklich unter Zugzwang als absoluter Favorit. Ja, das muss ich sagen. Ich kam in eine Favoritenrolle, die ich normalerweise nicht gerne habe. Und wir hatten ja sehr hohen Besuch hier. Und da war ich schon glücklich, dass es mir gelungen ist und dass ich das richtige Pferd genommen habe. Mein sonst Grand Prix-Sieger, der hat die mittlere Tour gewonnen und er jetzt die schwere Tour, hat alle drei schweren Springen gewonnen, das Pferd. Also bin schon glücklich, dass ich ihn habe. Du hast jetzt mit dem Landeshauptmann Erwin Bröll auch noch ein paar Worte gewechselt. Worüber habt ihr gesprochen? Ja, ganz einfach. Er will mich nächstes Jahr wiedersehen. Das eint ihn mit mehr Leuten, als ihn vielleicht gewählt haben. Obwohl er hier natürlich mit einer großen Mehrheit ausgestattet in Niederösterreich regiert. Viel gesprochen worden ist auch über eine, von der ich weiß, dass wir sie wahrscheinlich nie vor die Kamera kriegen werden. Deswegen sag doch du einmal was über deine Gattin, über deine Betreuerin, über deine Chefin, sagt der Christian Plettenberg immer, über die Margit. Ja, das muss ich sagen. Der Erfolg, der größte Teil des Erfolges verdanke ich ihr auch. Sie hat viel Ahnung von Pferd, sie kennt den Sport in- und auswendig und sie hat auch mir geraten, dass ich dieses Pferd diesmal nehmen soll in der schweren Tour und den anderen in der leichten Tour und sie hat genau richtig getippt und ohne sie, glaube ich, wäre mein Erfolg doch nicht so groß, wie er ist. Dann sage ich einmal Dankeschön dir, CT, dem Freddy und vor allem auch der Margit. Toi, toi, toi und ich sage einfach, wir sehen uns wieder 2016. Ich hätte nichts dagegen.